und sie setzten sich zu ihm, tranken und wenn niemand damit rechnete, schlug er zu. Ich fragte ihn, wie kannst du nur so etwas tun? Und er sagte, nur das erste Mal ist schwer. Danach geht es ganz einfach. Quakenbush kommt ihm immer näher. Die Polizei von Salt Lake City hat Hinweise auf einen anderen Hobomörder mit dem Namen Robert Silvera. Roseville, California. Plötzlich spielte Roseville in Kalifornien für die Ermittlungen eine wichtige Rolle. Roseville hat einen der größten Rangierbahnhöfe westlich des Mississippi. Das bedeutet, dass die Trainrider, die entlang der Westküste fahren, zwangsläufig diesen Bahnhof passieren müssen. Das ist fast unvermeidlich. Also habe ich jede Woche dort angerufen und die Leute immer wieder daran erinnert, nach wem wir suchen. Sidetrack und Robert Silvera stehen noch nicht offiziell als Mordverdächtige, jedoch zum Verhör auf der Fahndungsliste. Dann gibt es erneut einen glücklichen Zufall. An einem Samstag rief mich meine Abteilung an. Sie sagten, sie hätten die Polizei aus Roseville am Apparat. Und die hätten Robert Silvera geschnappt. Quakenbush eilte sofort nach Roseville. Er hatte einen Plan und einen Verdacht. Weil er ein Trainrider war, war meine erste Frage an ihn, wie lautet dein Spitzname? Und er antwortete, Sidetrack. Als ich das hörte, wusste ich, dass Sidetrack und Silvera die gleiche Person waren. Und in diesem Moment war mir klar, dass ich den Mörder hatte. Ich will nicht darüber nachdenken, wie und warum ich es getan habe. Während Silvera weiter fortfuhr, wurde den Ermittlern allmählich das Ausmaß dieser Mordserie bewusst. Silvera wusste Einzelheiten, die nur der Mörder wissen konnte. Als er den Mord in Florida gestand, hat er uns genau erzählt, wie er die Gürtelschnalle des Opfers abtrennen musste, um an die Brieftasche zu kommen, die daran festgekettet war. Und tatsächlich, die Gürtelschnalle des Opfers wurde abgetrennt. Nur der Mörder konnte so etwas wissen. Solche Details sind nie an die Öffentlichkeit gekommen. Silvera erzählte der Polizei in Kalifornien und Oregon über 7 Tage lang von der unbekannten Welt der Trainrider und einer todbringenden Gang, die diese Welt heimlich beherrscht, die FTRA. Wofür stehen diese Buchstaben? Sie stehen für Freight Train Rider of America. Wer hatte die Idee dazu? Wie hat das alles angefangen? Vor vielen Jahren haben ein paar Vietnam-Veteranen die Gang ins Leben gerufen. Mit ihnen hat er sich angeblich herumgetrieben. Ihre Jacken waren ihr Erkennungszeichen. So wie Mitglieder von Motorradgangs die gleichen Aufnäher tragen. Silvera erzählte Quakenbush, dass er viele Jahre auf den Zügen unterwegs war. Und er beschrieb die Aufnahmepartys, die die FTRA für neue Mitglieder schmiss. Wie weiß man denn, dass man aufgenommen wurde? Kommt dann jemand, schüttet dir die Hand und sagt, du bist jetzt Mitglied? Oder muss man was dafür tun? Wie funktioniert das? Man muss richtig gut abfeiern und man muss es sich verdienen. Rückgrat zeigen. Man muss Respekt zeigen und dann bekommt man ein Abzeichen und ein schwarzes Tuch. Man muss also ziemlich auf den Putz hauen können. Allerdings. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Wir machen Party und einer der Brüder, normalerweise einer der Älteren, fragt dich, ob du ein Mitglied werden willst. Wenn du Potenzial hast, das heißt, wenn du alles mit ihnen geteilt hast, wenn du Leuten, die du nicht mal kennst, Essen gegeben hast, und wenn sie sicher sind, dass du einer von ihnen sein willst, dann gehen sie los, holen eine Flasche Thunderbird oder Jack Daniels und begießen deine Aufnahme in der Gang. Und wie viel muss man dann trinken, bis man völlig blau ist? Klar, bis man total blau ist. Meistens ist es ein Wetttrinken. Wahrscheinlich mit einem der härtesten Mistkerle. Nein, manchmal ist der schwächste Mistkerl so stark wie der härteste von ihnen. Es wird also getestet, wie trinkfest man ist. Genau. Was passiert, wenn man unter den Tisch getrunken wurde? Wird man da nicht aufgenommen? Dann bekommt man die heftigste Tracht Prügel seines Lebens.
Der Killer und der Cop unterhielten sich Tag ein, Tag aus. Je mehr Zeit verging, umso mehr öffnete sich Silvera. Alle Einzelheiten seines Lebensweges, vom Kleinstadtjungen zum Serienmörder, zeichnete Quakenbush auf Band auf. Und er trieb Silvera an, immer mehr von sich preiszugeben. Es erinnerte mich an diese Berichte im Fernsehen, in denen Reporter bei den Nachbarn eines Serienkillers klingeln und sie befragen. Und dann sagen alle, oh, er war so ein netter junger Mann, hat immer gegrüßt. Genauso war Robert Silvera. Es ist die wahr gewordene Horrorgeschichte eines Mannes, der sein sicheres Leben gegen eine Fahrkarte in die gefährliche Welt der Güterzüge eintauschte. Was die Ermittler am stärksten verblüffte, war die Ruhe, mit der Silvera seine Morde beschrieb. Was haben Sie dann als nächstes getan? Ich habe ein Rohr aufgehoben und bin rübergegangen. Erzählen Sie weiter. Ich legte meine Hand auf sein Gesicht und fragte, geht's dir gut? Willst du wissen, was echt verrückt ist? Ich weiß noch, dass über seinem Kopf sein Stoff war, riss das Päckchen von seinem Rucksack, rieb es ihm ins Gesicht und sagte, willst du verdammt noch mal wissen, was total verrückt ist? Dann habe ich gesehen, dass sich sein Auge bewegt hat und ich sagte, oh, du bist ja noch wach. Ich redete mit ihm und dann schlug ich zu. Und als ich auf das Rohr sah, war es voller Blut und Hautreste. Im Laufe seiner Geständnisse erzählte Silvera aus seiner Kindheit. Er berichtete von einem trinkenden Vater, der ihn beschimpfte und seine Mutter schlug. Eines Tages kam er aus der Schule zurück und sein Vater war draußen und schlachtete seine Kaninchen. Er hackte ihnen den Kopf ab. Zum Abendessen gab es dann angeblich Hähnchen und er wollte es nicht essen, weil er wusste, dass es die Kaninchen waren, die sein Vater getötet hatte. Später hat er dann im Mülleimer die abgeschlagenen Kaninchenköpfe gefunden. Es war schrecklich für ihn, dass sein Vater ihm das angetan hatte. Sein Vater log ihn an und sagte, nein, ich habe sie nicht getötet, aber die Kaninchen blieben für immer verschwunden. In seinen Gesprächen mit Mike Quakenbush übernimmt Silvera die Verantwortung für seine Taten. Aber zu den Motiven kann er sich nicht äußern. Daher will Quakenbush noch mehr über seine Kindheit und die Beziehung zu seinem Vater erfahren. Wurde er wütend, wenn er getrunken hatte? Ja, als ich klein war, hat er seinen Ärger an mir ausgelassen. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Mein Vater hat mich immer nur ausgelacht. Haha, je größer du wirst, umso mehr wirst du zum Waschlappen. Ich sagte zu mir, eines Tages bringe ich ihn um. Auch dafür, dass er meine Mutter geschlagen hat. Du bist ein Waschlappen. Diese Worte hatte der leise sprechende, höfliche Silvera immer in seinem Ohr. Das hier ist ziemlich einzigartig. Robert sagte, es sei sein Arzneibeutel. Es ist ein kleines Ledersäckchen mit einem Schädel, der wie ein Kuh- oder Rinderschädel aussieht. Es hat ein Lederband, damit er es wie eine Kette um den Hals tragen konnte. Daran befestigt sind noch einige kleine Anhänger. Aber was diesen Beutel so besonders macht, ist, dass Silvera, nachdem er jemand getötet hatte, immer etwas, natürlich etwas Kleines, von seinem Opfer mitnahm und es in diesen Beutel tat. Er glaubte, dass durch diese Trophäe die Kraft seines Opfers auf ihn übergehen und er dadurch stärker und unbesiegbarer werden würde. Die beiden Männer saßen sich mehr als 20 Stunden gegenüber. Quakenbush war der Erste, der Silveras erschreckende Geschichte hörte und aufzeichnete. Er sprach sehr persönlich und nannte mich beim Vornamen. Er sagte, ich habe da draußen einen Friedhof. Ich habe 28 Menschen ermordet. Er hat mir die genaue Zahl gesagt. Das war doch recht ungewöhnlich. Er sagte nicht, ich tötete 10 oder 15 oder 20. Er sagte, es waren 28. Er war einer der kaltblütigsten, gefühllosesten und brutalsten Mörder, die ich je gesehen hatte. Man braucht schon ein gewisses Maß an Niedertracht, um den Abzug einer Waffe zu ziehen und jemanden zu erschießen. Aber wie viel Böses muss man in sich tragen, um jemandem so lange den Schädel einzuschlagen, bis er möglicherweise daran stirbt? Angeklagt wird Robert Silvera. Seinen letzten Kampf kämpfte Robert Silvera um sein eigenes Leben.
Er bekannte sich für nur 4 Morde für schuldig, nicht für die 28, die er Quakenbush gestanden hatte. Silvera zeigte nur ein einziges Mal eine Reaktion vor Gericht. Und das war, um der Todesstrafe zu entkommen. Ich will nur sicher gehen, dass die Todesstrafe aufgehoben wird. Er wollte nur wissen, ob die Todesstrafe damit aufgehoben sei, und ich sagte ihm, dass dem so ist. Weil er sich schuldig bekannte, entging er dem Schicksal, das seine Opfer erleiden mussten. Seine Mordserie blieb fast ein Jahrzehnt unentdeckt. Und es ist nur der Arbeit von Quakenbush und Muffet zu verdanken, dass Silvera gestoppt werden konnte. Ich erinnere mich, dass mich später einmal jemand fragte, Diana, warum hast du dich nicht einfach zurückgelehnt, abgewartet und einen anderen Bundesstaat die Arbeit machen lassen? Ich weiß noch, wie ich mich bei diesen Worten gefühlt habe. Keiner kann sich vorstellen, was diese Arbeit bedeutet. Als ich den Fall abgeschlossen hatte, war ich unglaublich zufrieden, dass ich das Richtige getan hatte. Ich habe nicht die Hände in den Schoß gelegt und abgewartet, dass jemand anderes das tat, was getan werden musste. Silvera bekam einmal lebenslänglich in Oregon und einmal lebenslänglich in Kansas und Florida. Er wird das Gefängnis nie wieder verlassen. Wenn ich so da sitze und über alles nachdenke, kann ich nur sagen, ich war auch schon im Gefängnis und das Leben dort ist kein Leben. Man kann es nicht einmal so nennen. Ich frage mich also, was in Robbie so vorgeht, wo er weiß, dass er mit zweimal lebenslänglich nie wieder eine Straße betreten wird. Es ist unwahrscheinlich, dass wir jemals alles über Silveras Morde erfahren werden. Bei 11 der 28 Tötungsdelikten, die er gestanden hat, konnten die Akten nun geschlossen werden. Trotz all der Informationen, die Silvera der Polizei geliefert hat, konnte er nicht erklären, warum er gemordet hat. Die, die ihn kannten, tun sich schwer, die grausamen Morde mit diesem ruhigen Mann in Verbindung zu bringen. Er muss auch eine gute Ader in sich gehabt haben. Er hat ausgesagt, dass er, nachdem er diese Menschen teilweise mit bloßen Händen traktiert hatte, den leblosen Körper liegen ließ und auf einen anderen Zug sprang. Dort setzte er sich hin, las in der Bibel und versorgte seine schmerzenden Hände. Wenn er kräftig zuschlug, hat er sich oft selbst schwer verletzt. Für ein paar Stunden hatte er dann ein schlechtes Gewissen und las in seiner Taschenbibel. Silvera gab zu Protokoll, dass er genug vom Leben auf den Zügen hatte, schwer unter seinen Taten litt und dass er seine Wut auf den Schienen lassen wollte. Einmal weinte er sogar. Wir machen jetzt eine Pause, damit sie sich wieder sammeln können. In Ordnung? War das nur gespielt? Schon gut, sie sind hier niemandem was schuldig. Ist er ein Schwindler? Schonen Sie sich, okay? Wer ist Robert Silvera? Jetzt ist der Fall abgeschlossen und es steht fest, dass er, nachdem er zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurde, nie wieder ein freier Mann sein wird. Als er in Handschellen aus dem Gerichtssaal abgeführt wurde, auf dem Weg in das Hochsicherheitsgefängnis von Oregon, drehte er sich zu mir um, sah mich an und sagte, vielen, vielen Dank, Miss Moffat. Er zeigte ein kleines Lächeln und es war kein böses Grinsen, um sich mit mir anzulegen. So ist Silvera einfach, der höflichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Obwohl Robert Silvera nun seit 1996 in Oregon im Gefängnis sitzt, haben die Morde an Hobos nicht aufgehört. Über ein Dutzend Delikte konnten noch nicht aufgeklärt werden. Dennoch sind heute mehr Trainrider denn je auf den Schienen unterwegs, die der Fall Robert Silvera und die FTRA-Gang nicht abschrecken konnte.